Liebes Publikum, meine Damen und Herren, Ihnen ein ganz herzliches Willkommen zur ersten Finalrunde des 71. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD im Fach Flöte. Gleich zu Beginn würde ich Sie gern darum bitten, dass Sie Ihre Mobiltelefone stumm schalten oder vielleicht sogar gleich komplett aus. Und auch aus den gegebenen Umständen würden wir Sie gern bitten, eine Maske zu tragen zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Ladies and Gentlemen, a very warm welcome to our international audience and those who are following our live streams. We are here for the first final of the 71st ARD International Music Competition for Flute. Von insgesamt 45 Teilnehmerinnen, die bei der ersten Runde angetreten sind, freuen wir uns jetzt besonders, unsere drei Finalistinnen, die von der Jury ausgewählt wurden, heute hier zusammen mit Ihnen, liebes Publikum, live erleben zu dürfen. Ich darf Ihnen jetzt unsere Jury vorstellen, die heute über die Preisvergabe abstimmen wird. Let me introduce you to the seven members of our jury. Unser Juryvorsitzender aus Frankreich ist Patrick Gallois. The chairman of this jury is Patrick Gallois from France. Aus Österreich, Walter Auer from Austria. Aus Italien, Davide Formisano from Italy. Aus Israel und Schweden, Sharon Besali from Israel and Sweden. Aus Deutschland, Pirmin Grehl from Germany. Aus Frankreich, Sarah Louillon from France. Und aus Großbritannien, Emily Bynan from Great Britain. Alle unsere Finalistinnen heute spielen mit dem großartigen Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Joshua Weinstein. Many thanks, also in English, to the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks under the direction of Joshua Wallerstein for accompanying all of our finalists in today's final round. Den Auftakt macht nun Yubin Kim aus Südkorea. Er spielt von Marc-André Dalbavy das Konzert für Flöte und Orchester. Please give a warm welcome to Yubin Kim from South Korea.
Liebes Publikum, als nächstes wird Mario Bruno aus Italien ebenfalls mit dem Konzert für Flöte und Orchester von Marc-André Dalbavy zu hören sein. Please welcome our next finalist, Mario Bruno from Italy.
Bevor wir unsere letzte Finalistin hören, würde ich Sie gern über den weiteren Verlauf des Abends informieren. Nach dem letzten Vorspiel wird sich die Jury zur Beratung zurückziehen und danach hier im Saal die Preise verkünden. Wir möchten Sie dabei freundlich darauf hinweisen, dass die Beratung einige Zeit in Anspruch nehmen kann und wir keine feste Uhrzeit zur Ergebnisverkündung angeben können. Sie haben in der Zwischenzeit aber die Möglichkeit, Ihre Stimme für den Publikumspreis abzugeben. Hierzu stehen unsere Mitarbeiter im Foyer und am Ausgang bereit, um Ihre Stimmzettel entgegenzunehmen. Die Ergebnisse der Zählung Ihrer Stimmen wird nach der Bekanntgabe der Preise ebenfalls mitgeteilt. Die Preisträgerkonzerte, in denen Sie unsere Finalistinnen nochmals hören können, finden am 14. und 15. September im Prinzregententheater und am 16. September im Herkulessaal statt. Und nun begrüßen wir unsere letzte Finalistin, Leonie Virginia Buhmüller aus Deutschland, auf der Bühne. Sie wird von Einar Englund das Konzert für Flöte und Orchester mit den Sätzen Ritornello, Allegro Moderato, Canzone Moderato und Finale Allegro con Brio spielen. Please give a warm welcome to Leonie Virginia Buhmüller from Germany.
Thank you.
Meine Damen und Herren, hiermit ist das Finale für Flöte des 71. Internationalen Musikwettbewerbs der ARD beendet. Wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und seinem Leiter Joshua Weilerstein.
Liebes Publikum, nach 1,5 sehr intensiven Wochen mit wirklich wunderbaren Kandidatinnen und Kandidaten ist unsere Jury jetzt zu einem Ergebnis gekommen. Und ich will jetzt mit Ihnen allen unsere Jury auf der Bühne begrüßen. Wir begrüßen zuallererst Emily Beinen aus Großbritannien. Sarah Louvion aus Frankreich. Sharon Vesali aus Israel und Schweden. Pirmin Grehl aus Deutschland. Davide Formisano aus Italien. Walter Auer aus Österreich. Und zuletzt unseren Juryvorsitzenden, dem ich dann auch gleich das Wort übergeben werde, Patrick Gallois. Lot of emotions. First, I would like to thank all my colleagues here, because for the last week we got in harmony together. We are all different, coming from different countries, different cultures, as candidates, and it was such a pleasure to be together and to spend this time listening fantastic players. The level of the competition was amazing. Since the first day, the problem was not to find a good player, this is to eliminate. That was very hard sometimes. And I must say, I need to say this is the best competition I ever heard in the world today. I need to announce the prizes. This is very much emotion for me because I'm afraid to say what I need to read, but I'm very happy to give the, we give the third prize to Leonie Virginia Baumüller. Second prize go to Mario Bruno. It was really a great pleasure to listen to the fantastic concerto we heard today. The first prize goes to Yubin Kim.
is not finished because we need to give a special prize for the best interpretation of the commission piece goes to Yubin Kim. And there is an announcement about the audience award is going to I need to open Leonie Virginia Baumeler. I would like to close this ceremony by first thanks the three candidates, but not only the three, because we came originally from 256 to 44 to 17 to 6, and today just three. You got the creme of the creme, and this is the future of the flute and future of music, and I wish them a great life, a musical life, and rich. Bravo. This is personnel from all the jury. We spent all this day with Alma Sofia Mercher with us, and it was a great chance because she was always helpful and very nice and smiling, like you can see. Champagne.